Hallo ihr Lieben. Hallo ihr Lieben, wir grüßen euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Spielzeug Dreams on Tour. Wir sind auf dem Weg nach Reisemobile Dülmen GmbH. Reisemobile Dülmen GmbH, ja, in Dülmen, ne? In Dülmen. Sagt der Name schon. Genau. Der Weg dorthin ist ein bisschen steinig, Ruhrgebiet, Autobahnen, Baustellen. Das muss man ganz klar sagen. Also der Weg ist einfach durchs Ruhrgebiet, bei den vielen Baustellen, A40, die A3, ist einfach unangenehm. Das muss man einfach mal sagen. Ich denke mal, das gehört zur Wahrheit auch dazu. Viele Wege führen nach Rom. Man sucht sich so die besten Wege ohne Stau. Aber der Weg dorthin ist nicht der angenehmste. Trotzdem sind wir jetzt auf dem Weg zur Reisemobile Dülmen GmbH. Dort soll es bis zu 150, wie war das? Genau, 150. Immer so circa 150 Reisemobile geben. Vermietung findet dort auch statt. Gleichzeitig aber auch natürlich der Verkauf von Wohnmobilen. Ich glaube, auch ein paar Wohnwagen haben die da. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen uns das mal anschauen, weil wir gleichzeitig sowieso noch eine Unternehmung dort in der Nähe vorhaben. Das erfahrt ihr aber vielleicht später. Aber deswegen haben wir gesagt, wir schauen auch mal bei diesem Reisemobile-Händler vorbei. Schauen mal, ob wir da überhaupt ein paar Bilder, vielleicht ein paar Kurzaufnahmen für euch machen können. Wir schauen mal, was die so Interessantes zu bieten haben. Und würden euch dann ja, mit den nachfolgenden Bildern oder Videos versorgen. Genau, das wissen wir noch gar nicht, ob wir filmen dürfen oder das schauen genau, wir genau, weil das gehört auch mal kurz noch zu weit dazu. Ja. Wir sagen vorher nicht Bescheid, dass wir kommen. Nein. Ne, die müssen nicht irgendwie extra einen Kaffee machen oder extra sich vielleicht, weil eine Kamera kommt, vielleicht dann doch sagen, wir machen hier was anderes. Ja. Sondern wir kommen einfach, dürfen wir von hier ein paar Aufnahmen machen? Ja, nein, vielleicht. Und wenn nein, ist das auch komplett in Ordnung. Dann sagen wir halt, Aufnahmen konnten wir hier nicht machen. So, oder die sagen ganz offen und ehrlich, so wie schon andere Händler oder auf Messen oder irgendwas, klar, könnt ihr hier Aufnahmen machen, sind nett und freundlich, und dann machen wir das. Und wenn nicht, dann nicht. So ist das. Dann lassen wir uns mal überraschen, ne? Lassen wir uns überraschen. Ich würde sagen, genießt die Fahrt mit uns gemeinsam, ein paar Bilder von der Fahrt, ein paar Aufnahmen von der Fahrt und dann ja, sehen wir uns spätestens in Dülmen beim Reisemobilhändler. Der Leon ist Daumen da, nach oben. Leon ist auch da. Wo ist der Daumen? Wo ist der Daumen, Leon? Da, okay. Der Daumen nach Leon, oben. Was hast du letztes Mal gesagt mit Daumen nach oben? Liken und abonnieren, bitte. Ja, ja, das ist ein Fuchs. Ja. Also, viel Spaß mit dem Weg und wir sehen uns dann bei Reisemobile Dülmen. Macht's gut, gleich. Freunde. Macht's gut. So, Freunde, seid gegrüßt. Jetzt ist es soweit. Wir haben gerade mit Reisemobile Dülmen gesprochen. Man hat uns ganz, ganz nett und ganz, ganz lieb empfangen, hat gesagt, das Filmen hier auf dem Gelände ist überhaupt gar kein Problem, stellt die Sache ganz, ganz ehrlich und fair dar. Und genau das machen wir auch. Ne? Wir sind im Endeffekt nicht da, um irgendwelche Lügen zu erzählen oder irgendwas zu vertuschen, sondern wir sagen ganz, ganz ehrlich, wie werden wir empfangen? Hat man uns freundlich begrüßt und das ist hier alles der Fall gewesen. Man war total nett, freundlich und hat gesagt, filmt hier,
fühlt euch quasi wie zu Hause. Man hat uns aber vor allen Dingen auch gesagt, wundert euch nicht, da hinten ist ein bisschen Baustelle. Für uns überhaupt gar kein Problem. Warum ist hier Baustelle? Baustelle ist hier einfach, weil hier erweitert wird. Hinten kommt ein Morelo Center. Oder es entsteht hinten ein Morelo Center. Insgesamt wird die Werkstatt wohl auf 1800 Quadratmeter vergrößert, um einfach Servicetermine schneller anbieten zu können. Und allgemein vergrößert sich halt die Verkaufsfläche und auch die Werkstatt. Somit kann man den Kunden einfach schnellere Servicetermine anbieten und ist dort einfach dann flexibler. Deswegen nicht wundern, dass da hinten noch Pflasterarbeiten erforderlich sind und es da hinten allgemein noch ein bisschen baustellenmäßig aussieht. Helena und Leon sind natürlich auch mit am Start, stehen bereits vorm Haupteingang. Aber bevor wir jetzt hier in den Haupteingang reingehen, will ich euch einfach mal diese brutale Vielfalt, diese brutale Auswahl hier von kleinen Anhänger, ja, also Wohnwagen, Mini-Wohnwagen oder wie man sie nennen mag, bis Camper, Busse zu großen Wohnmobilen und großen Wohnwagen, also Reisemobile, Dülmen, das muss man einfach sagen, scheint von der Auswahl wirklich, wirklich brutal zu sein. Und wie gesagt, ich bekomme hier nichts für, sondern ich will das ganz, ganz ehrlich darstellen, was hier für eine Auswahl herrscht. Wir gehen den Parkplatz jetzt mal ein bisschen durch. Im Endeffekt dort hinten entsteht die neue Halle. Dort hat jetzt wohl der Chef gerade eben gesagt, dort soll ein Morelo Center entstehen. Also da kommen dann wohl die Morelo Fahrzeuge rein. Die Werkstatt, die wohl hier ist, Serviceannahme Werkstatt, irgendwie rückt dann auch noch ein Stück wohl nach da hinten rein. Hinten ist dann Morelo Center. Und von daher sollen wir uns bitte nicht wundern, dass hier Baustelle ist, beziehungsweise noch Pflasterarbeiten erforderlich sind. Das ist im Endeffekt nun mal gerade der Stand der Dinge. Aber wird sich in den nächsten Wochen und Monaten natürlich auch ändern bzw. fertiggestellt werden. Dann ganz, ganz wichtig für alle Leute, die Lust haben, sich Wohnmobile anzuschauen, die verschiedene Hersteller, verschiedene Stände dann hier bestaunen wollen, die müssen zur Messe kommen. Und zwar ist die Messe am 27. bis 28. April 2024 hier auf der Haltener Straße 144 in Dülmen von 10 bis 18 Uhr ist an diesen Tagen hier Frühlingsmesse. Und da können wir wirklich nur Werbung für machen. Vielleicht ist dann hier auch noch ein bisschen mehr fertiggestellt. Aber auch jetzt ist, wie gesagt, die Auswahl wirklich, wirklich an Wohnmobilen, an Wohnwagen einfach gigantisch. Und es lohnt sich ja jetzt schon mehr als nur ein bisschen auch jetzt schon hier vorbeizuschauen. Weil ihr werdet gleich sehen, wenn wir reinstarten, auch innen drin ist die Vielfalt an Auswahl einfach gigantisch. Ja, die Auswahl. Jetzt schauen wir mal eben, warum ärgert er uns hier? So, jetzt mal weiter. Entschuldigung für den kurzen Wackler. Ich hoffe, euch ist nicht schwindelig geworden und ihr musstet auch jetzt nicht irgendwo hinrennen und das Essen wieder rauslassen. Also so weit soll es nicht kommen. Also, ihr seht, es ist für jeden Geschmack und für jeden Geldbeutel. Im Endeffekt ist hier auf dem Hof etwas dabei. Ich kann euch, wie gesagt, wir können euch nicht jedes einzelne zeigen. Das würde den Rahmen absolut sprengen. Aber ihr seht, die Auswahl ist gigantisch. Die Auswahl ist einfach gigantisch. Und von daher ja, hoffen wir, dass wir jetzt gleich noch ein paar Aufnahmen für euch von innen bekommen können. Vielleicht suchen wir uns ein, zwei Wohnmobile raus, die uns besonders gut gefallen. Und dann habt ihr vielleicht noch mal einen Eindruck, was es hier alles so im Innenbereich gibt. Aber von außen ist es das dann wohl erstmal gewesen. Ihr seht eine riesen, riesen Verkaufsfläche. Also hier sind alles Wohnmobile im Innenbereich zu bestaunen. Und dort sind alles Wohnmobile im Innenraum zu bestaunen. Und hier draußen hat man halt auch grundsätzlich sehr, sehr viel Auswahl an wunderschönen Wohnmobilen. Jetzt würde ich sagen, werden wir aber mal nach innen starten und schauen mal, was wir dort noch sehen können. Bis später. Kommt nach Reisemobile Dülmen und macht euch einfach ein eigenes Bild. Wir sind sehr, sehr überrascht über die große Auswahl und die Vielfalt, vor allen Dingen an verschiedenen Herstellern von Kabe bis Morelo, Sun Living. Also hier sind so viele Marken vertreten, das ist wirklich unglaublich. Liebe Grüße und bis später. Ja, endlich auch mal was in Leon seiner Größe. Was haben wir hier? Lifestyle Camper X-Line Premium.
Leon ist sehr, sehr begeistert. Kann ich mir vorstellen, ey, Leon versteckt sich gerade, weil wir hier endlich mal Wohnwagen auch in seiner Größe haben. Jetzt schauen wir gleich mal die Preisschilder oder allgemein, das Typenschild soll wohl auf der anderen Seite sein. Schauen wir einfach mal, was wir hier bei dem kleinen Lifestyle-Camper denn noch zu entdecken haben. Wir sehen auf jeden Fall hier ein wunderschönes kleines Fenster. Wir sehen hier wunderschöne Offroad-Räder. Dann haben wir hier sogar noch eine Dachreling. Also das heißt, man könnte auch noch oben etwas aufs Dach machen. So, und was kostet denn hier sowas? Lifestyle-Camper X-Line. So, Einzelradaufhängung, Moskitonetze und wir sprechen hier von 24.000 Euro. Ne? Man hat ein Doppelbett. Also Leon, da können wir drei ja alle gar nicht rein. Was machen wir denn da, wenn wir da zu dritt nicht mal mitfahren können? Weiß ich nicht. Aber trotzdem schön, oder? Vielleicht können wir es ja größer bauen. Ja, vielleicht können wir die mal größer umbauen. Oder wir holen uns direkt einen größeren. Das ist vielleicht die einfache Variante. Metall. In Metall, also in Edelstahloptik oder was, ja? Sowas? Ja, Steel. Guck mal, hier steht es ja auch drauf. Steel Drop. Ja. Wie ihr seht, riesengroße Auswahl auch an kleinen Wohnwagen. Hier Lifestyle Camper. Nicht ganz günstig, die kleinen Dinger. Brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Aber sehen besonders aus und lassen sich natürlich fast mit jedem Fahrzeug ziehen. Das ist natürlich das Besondere. Und man hat trotzdem ein Bett, einen Schlafplatz immer mit dabei. So. Was wäre so ein Besuch bei Reisemobile Dülmen, wenn man dann nicht auch den Innenraum filmen würde? Und beim Innenraum seht ihr die wirklich schöne große Verkaufsfläche mit verschiedenen Wohnmobilen von verschiedenen Herstellern, Hobby, Francia, Moveo und weiß der Geier was. Also die Auswahl ist hier riesig, riesig groß. Man kann alle Wohnmobile nicht nur bestaunen, sondern man kann auch in alle Wohnmobile reingehen und im Endeffekt erfühlen und ertasten, welches Modell denn im Endeffekt das Richtige für einen ist. Jetzt wurden wir noch darauf aufmerksam gemacht, es ist uns auch ganz wichtig, das einmal zu betonen, Reisemobile Dülmen sucht wohl auch noch einen Kameramann. Beziehungsweise Reisemobile Dülmen sucht jemanden, der, ja, so wie wir oder vielleicht sogar noch ein bisschen besser, ja, vielleicht auch noch ein bisschen besser im Thema Schneiden, im Thema Qualität, aber Reisemobile Dülmen sucht jemanden, der im Endeffekt Videos macht und vielleicht die Social Media Kanäle wie vielleicht Instagram, Facebook im Endeffekt betreibt und nach vorne bringt. Helena, was wurde dir im Endeffekt gerade eben noch gesagt? Also du hast, glaube ich, mit dem Chef oder Geschäftsführer hier gesprochen. Was wurde dir da im Grunde genommen noch gesagt, beziehungsweise worauf sollten wir extra noch mal hinweisen? Also das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir das auch dann machen, wenn wir darum gebeten werden. Worauf sollten wir noch mal hinweisen? Wir sollten darauf hinweisen, dass die auf der Suche sind nach einem Content-Person. Ja, genau. Das ist Content ist ja, kann ja Instagram sein, kann ja Facebook sein, kann TikTok sein. Aber jemanden, der sich um den Content hier komplett kümmert von Reisemobile Dülmen. Und das möchten wir hier betonen. Genau. Bewerbt euch hier oder kommt hier vorbei und sprecht hier einfach mal für euch. Warum seid ihr der Richtige? Warum könntet ihr vielleicht die Firma, das Unternehmen hier im Thema Social Media weiter nach vorne bringen? Genau. Ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten hier zu unterstützen und vor allen Dingen mit der Vielfalt an Wohnmobilen, die man hier hat, kann man, denke ich, auch viel, viel zeigen und präsentieren. Ich denke, da gibt es viele, viele Möglichkeiten. So, jetzt kommen wir aber wieder zu dem ganz, ganz spannenden Teil. Alleine hier in der Halle, die hier nochmal so ein bisschen abgetrennt ist, also man sieht das hier, die Halle ist abgetrennt durch diese Türe. Wenn man hier reinkommt, was alleine diese großen, wunderschönen Wohnmobile, Morelo,
Hier haben wir, glaube ich, einen Francia mit Mercedes von Mercedes oder mit Mercedes Front. Francia. Da vorne ist ein Kabe und hier sind noch welche von Morelo. Also im Grunde genommen, man sieht, nicht nur für den kleinen Geldbeutel ist etwas dabei, sondern wir haben auch hier hochwertige und ja, sehr, sehr große Wohnmobile. Und hier ist nochmal der Blick wieder in die andere Richtung. Hier haben wir noch eine kleine Strandbar. Ein Cocktail wurde uns jetzt nicht angeboten, aber im Grunde genommen, dafür sind wir auch nicht hier. Mit einem Boot, mit so einem kleinen Kutter kann man auch noch rausfahren. Spaß beiseite. Man sieht hier den weiten, weiten Blick in die Halle und in die Verkaufsfläche. Also ihr seht, es gibt genug bei Reisemobile Dülmen zu bestaunen. Fahrt selber vorbei, macht euch ein eigenes Bild. Aber das sollte es dann erstmal mit den Bildern von hier drinnen gewesen sein. Vielleicht suchen wir uns jetzt noch ein, zwei Wohnmobile aus, die wir dann vielleicht noch mal etwas genauer zeigen. Das seht ihr aber dann in den nachfolgenden Teilen. Ganz liebe Grüße, Spielzeug Dreams on Tour. Lasst dem Video doch jetzt schon mal einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Leon, was willst du sagen? Ich muss mal, guck mal her. Was willst du sagen? Was willst du denn zeigen? Kommt mal mit. Okay, aber noch ganz, das wollen wir den Leuten auch dann zusammen zeigen. Wenn du sowas Interessantes zu zeigen hast. Guck mal, wie viel der hier kostet. Also. Meinst du, das hast du vielleicht schon in deinem Sparschwein so viel drin? 386.000? Nein! Nein, nicht ganz? Nein. Nicht so ganz. Okay, also Leon muss noch ein bisschen sparen, damit es dann irgendwann für so ein Wohnmobil reicht. Aber ich merke schon, Leon, der würde dir am besten gefallen. Warum würde er dir am besten gefallen? Weil, guck mal, da gibt es so einen Fernseher. Ach, wegen dem großen Fernseher, den wir da oben sehen. Ah, darum wird es dir am besten gefallen. Ich sehe es schon, man kann hier einen Flachbildschirm in der Front runterfahren und schon ist der Junge begeistert. So, jetzt verlassen wir euch aber, wie gesagt, mit den ganz schönen Bildern hier aus dem Ausstellungsraum. Reisemobile Dülmen, macht's gut. Auch ein wunderschöner Ausflug hier nach Reisemobile Dülmen neigt sich dem Ende. Aber wir müssten ja auch schauen, dass der Kleinste auf seine Kosten kommt. Schauen wir mal, was jetzt nach diesem Ausflug hier nach Reisemobile Dülmen folgt. Wir hoffen, ihr bleibt dran. Wir hoffen, wir sehen euch ja im nächsten Video oder in einem der nächsten Videos. Und seid doch so nett, abonniert den Kanal und besucht Reisemobile Dülmen. Weil bei der Auswahl ist es, denke ich, auf jeden Fall ein Besuch wert. Vielen Dank natürlich auch hier an den Händler, dass wir filmen durften, dass wir uns bewegen durften, wie wir wollten quasi, obwohl wir jetzt aktuell keine ernsten Kaufabsichten haben. Aber das muss auch einfach mal gesagt werden. Wir durften hier quasi filmen und machen, wie wir wollten. Natürlich sind wir auch respektvoll und gehen mit den Sachen vernünftig um, aber man hat uns auch jegliche Freiheiten da gegeben. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Man hat uns auch Hilfe angeboten. Wir wollten aber jetzt auch keinen der Verkäufer nerven oder aufhalten, weil ernste Kaufabsichten bei uns jetzt ja aktuell nicht vorliegen. Aber man hat es uns angeboten und das zählt im Endeffekt auch. Von daher, wenn ihr da ernsthaftes Interesse mal habt, sowas zu besichtigen oder euch verschiedene Modelle anzuschauen, dann besucht Reisemobile Dülmen. Wir sind jetzt weg. Wir hoffen, ihr seid weiterhin bei uns dabei. Macht's gut. Bis später, Freunde. Tschüss und ciao. So, hier haben wir jetzt einmal noch eine Skaterbahn, denn nachdem wir uns jetzt Wohnmobile angeschaut haben, muss doch auch jetzt mal was ganz, ganz Feines kommen. Und zwar haben wir doch hier in Dülmen direkt das Düpp Dülmen. Zumindest heißt es so, Düpp Dülmen. Und dort gehen wir jetzt mal eine Runde schwimmen. Leon, freust du dich? Ja. Gut, Leon möchte schwimmen. Wir wollen auch eine Runde schwimmen. Helena, sagst du ganz kurz was zu den Preisen? Ja, also Familienkarte für den ganzen Tag für das Fun- und Sohlebeckenbad irgendwie 37 Euro für den ganzen Tag und ansonsten für 3 Stunden 12,50 für Erwachsene und 11,50 für Schüler und Behinderte, also so ermäßigt der Preis 11,50, ne? Okay. Kann man nachlesen. Aber wenn man da noch Sauna und so dazu will, kostet natürlich mehr, muss man nachlesen. Okay, also das Wichtigste, 37 Euro der ganze Tag
Und wir werden jetzt da innen drin natürlich keine Aufnahmen machen. Wir wollen ja auch nicht meinen Astralkörper sehen und vor allen Dingen auch nicht den wunderschönen Körper meiner Frau. Jetzt Spaß beiseite. Sondern wir gehen jetzt eine Runde schwimmen. Ganz, ganz liebe Grüße hier vom Düpp Dülmen. Die Preise habt ihr gerade gehört. Wenn ihr hier in der Nähe seid, geht doch mal eine Runde schwimmen.